Moin und herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Wir bekommen über den Helpdesk immer wieder Anfragen zum Thema Bremssättel bzw. auch Bremszangen. Wie diese aufgebaut sind, wie die Funktion ist und was es verschiedene Bauarten gibt, die zeigen wir euch heute mal etwas genauer. Wie ist so ein Bremssattel eigentlich aufgebaut? Wir haben hier einmal den einzelnen Träger. Der Träger ist dann mit dem Bremssattel zusammengeschraubt und wird dann am Rahmen der Achse montiert. In diesen Träger werden auch die Bremsbeläge eingesetzt, aber das schauen wir uns hier nochmal genauer an, hier an den zusammengebauten Bremssattel. Wie man hier schon erkennen kann, bewegt ihn mal, ist der Träger mit dem Sattel verbaut und dadurch ist der Sattel, sagen wir so, schwimmt er. In diesem Fall wird hier der Belag eingesetzt und auf der anderen Seite kommt auch ein Belag rein, aber kann man besser sehen, hier hinten drüber wird über den Bremszylinder bitte betätigt und dadurch fahren die Kolben raus. Das heißt, wir haben auf dieser Seite einen Bremsbelag und auf der anderen Seite einen Bremsbelag. Und wenn die Kolben rausfahren, drückt die Bremsbeläge bzw. drückt der Sattel, dann drückt er mit rüber an die Scheibe und reduziert dadurch die Geschwindigkeit bzw. drosselt die Geschwindigkeit. Oder wenn die Feststellbremse angezogen wird, hält sie das Fahrzeug in Parkposition. Wir haben hier einmal ein Schnittmodell von einem Bremssattel. Den schauen wir uns mal etwas genauer an. Komm mal herrufen. So, wie wir hier sehen können, haben wir hier verschiedenste Zahnräder. Hier sehen wir einmal schon mal das Zahnrad, dieses hier und dieses hier ist für den jeweiligen Kolben. Dieses Zahnrad hier in der Ecke ist für die Vor- und Nachstellung und das hier ist für die automatische Nachstellung. Hier hinten, dieses ist für die Funktion, das heißt, hier werden die Kolben rausgedrückt, aber das zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Wenn ihr Bremsbeläge im Fahrzeug getauscht habt, kommt irgendwann der Punkt, das heißt, dass ihr die Bremsbeläge an die Scheibe drücken müsst, bzw. befestigen müsst, damit ihr den Luftspalt einstellen könnt. Das heißt, wir drehen jetzt hier hinten mal eine Nachstellung. Man sieht, dass die Kolben langsam rausfahren, bis zu dem Punkt, dass man die Radnabe nicht mehr drehen kann. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht. Das heißt, die Bremsbeläge würden jetzt gegen die Scheibe drücken. Man kann die Radnabe nicht mehr drehen. Und dann muss sie so weit zurückgestellt werden, wie nach Herstellervorgaben, dass der Luftspalt richtig eingestellt ist. Die Funktion im Fahrzeug ist wie folgt. Hier hinten wird der Bremszylinder verbaut. Das heißt, wenn der Bremszylinder, wenn er dann betätigt wird und wenn er dann den Druck kriegt, sieht man, dass hier hinten die Kolben langsam gegen die Zahnräder drücken. Das heißt, wenn ich jetzt weiter drücken würde, sieht man, dass die Zahnräder sich verdrehen, aber beim Zurückgehen bleiben die an der gleichen Stelle. Das liegt daran, hier vorne die beiden Kolben, da ist ein Gewinde drin, dadurch dreht das Gewinde bzw. drehen die Kolben sich langsam an den Gewinde heraus. Das heißt, die automatische Nachstellung ist dafür da, dass die Bremse links und rechts immer gleich eingestellt ist und der Luftspalt immer gleich ist. Wir haben hier einmal einen Bremssattel aus der Werkstatt. Hier könnt ihr schon sehen, hier am Kolben und an die Buchse, hier, der ist fest. Hier können wir sehen, der ist beweglich. Ja. Es könnte sein, dass diese Bremse, diese Bremssattel an der Nachlaufachse befestigt war. Da müsst ihr drauf achten, bei Nachlaufachsen oder bei Achsen, die nicht so häufig betätigt werden, dass sie bei Wartung einmal kontrolliert werden, ob sie noch gängig sind oder ob die Funktion nicht gegeben ist. In diesem Fall würde ich empfehlen, dass wir den kompletten Repsatz erneuern. Den haben wir hier schon mal für euch bereit, dass bei Buchsen neu, bei Bolzen neu, genauso wie die Kolben. Das heißt, nicht nur, weil einer noch gängig ist, dass nur die eine Seite neu wird, sondern bitte erneuert beide. Wir haben noch ein weiteres Fehlerbild hier am Bremssattel. Hier vorne am Kolben kann man sehen, dass die Manschette defekt ist, durch Fremdeinwirkung. Dadurch können Fremdkörper auch ins Innere gelangen und dadurch kann die Funktion eventuell nicht mehr richtig gegeben sein. Daher prüft das. Wir haben hier nochmal ein anderes Beispiel, hier vorne, vom der Kolbenteller. Der wurde in diesem Satz rausgeschlagen und nicht mit Spezialwerkzeug entfernt. Dadurch, wenn er rausgeschlagen wird, kann es angehen, dass innen drin die innere Funktion bzw. die innere Betätigung kaputt gegangen ist. Bitte prüft vorher bei uns im Partnerportal, ob wir die passenden Repsätze dafür haben. Wenn es nicht der Fall ist, erneuert den ganzen Artikel. Wir schauen uns den Bremsträger nochmal etwas genauer an. Hier vorne haben wir die Anlaufstellen oder die Stellen, wo der Bremsbelag drauf sitzt. Wenn die Bremsbeläge gewechselt werden, ist ganz wichtig, dass diese Stellen gesäubert werden. Nach einer gewissen Zeit, nach mehrmaligen Bremsbelagwechsel oder nach Bremsbelag und Scheibenwechsel, kann es sein, dass ihr merkt, dass diese eingelaufen sind. Wenn diese eingelaufen sind, dass die Bremsbeläge nicht mehr richtig drinnen sitzen, ist es ganz wichtig, dass die dann erneuert werden. Wenn ihr sie erneuert, bitte nach den Herstellervorgaben die Drehmomente einhalten und auch das Spezialwerkzeug benutzen, wie auch bei den Repsätzen. Wenn ihr das gemacht habt, egal was ihr an der Bremse gemacht habt, ganz wichtig ist einmal über den Bremsenprüfstand fahren, dass die Bremse gleichmäßig arbeitet. Zum Thema Bremsen haben wir in unserem Trailer Parts Video schon mal eine Bremszange auseinandergebaut, da zeigen wir es euch nochmal genauer.
Neben diesem Bremssattel haben wir auch weitere Bremssattel bei uns im Partnerportal. Der Unterschied zwischen den beiden ist, wird der Bremszylinder von oben verschraubt oder ist er seitlich verschraubt? Weitere Anbaukomponenten zum Thema Bremse. Wir haben verschiedenste Scheibenbremsbelagsätze, genauso wie die passenden Bremsscheiben auf Lager. Ebenfalls haben wir verschiedenste Repsätze für die Bremssättel, verschiedenste Bremsträger. Auch im Transporterbereich haben wir die passenden Bremssättel auf Lager, genauso wie die verschiedensten Membranzylinder. Diese und weitere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Wenn ihr Fragen dazu habt, ob zum Thema Bremssättel ist oder weitere Themen, wendet euch gerne an unseren Helpdesk. Ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!